Jeder deutsche Haushalt soll einen Notvorrat an Lebensmitteln und Trinkwasser anlegen. Das empfiehlt jetzt die Bundesregierung in ihrem neuen Zivilschutzkonzept. Sinnvolle Maßnahme oder nur unnötige Panikmache? Und damit herzlich willkommen live bei Galileo. Tja, auf welche Notfälle sollen wir uns eigentlich vorbereiten und warum kommt die Empfehlung mit dem Notvorrat ausgerechnet jetzt? Die Antworten in unserem Wissens-Countdown. Jeder sollte einen Notvorrat für mindestens 10 Tage haben. Das empfiehlt die Bundesregierung. Doch warum kommt dieser Aufruf jetzt? Die aktuellen Terroranschläge sind nicht der Grund. Ein Notfallplan zum Schutz der Bevölkerung existiert schon seit dem Kalten Krieg. Vor 4 Jahren gab die Regierung eine Aktualisierung in Auftrag und die ist jetzt fertig. Für welche Notfälle sollen wir uns rüsten? Es gibt mehrere Szenarien. Naturkatastrophen wie Hochwasser oder starke Stürme. Angriffskriege spielen keine so große Rolle mehr. Eine größere Gefahr sieht die Regierung durch Hackerattacken auf sicherheitsrelevante Netzwerke, wie zum Beispiel Stromversorgung. Was brauche ich für den Notvorrat? Was würden wir einkaufen? Reis. Konservendosen, irgendetwas, Nudeln. Vakuumierte Sachen oder was man in die Fritruhe tun kann, was halt länger hält. Meine Mom hat einen Vorratskeller, von dem her, da müsste eigentlich immer was zu holen sein. Wer das nicht hat, auf den Internetseiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz gibt es eine Checkliste. Man braucht mindestens 2 Liter Wasser pro Person und Tag und Lebensmittel, die ohne Kühlung auskommen. Die Regierung betont, es gehe bei dem Plan hauptsächlich um Vorsorge. Hamsterkäufe sind also nicht nötig.